die Feiertage waren super, sehr gut verlaufen mit den Familien eigentlich. Ja, war sehr angenehme Zeit, konnte man abschalten und ja, jetzt haben wir uns auch schon gefreut, dass wir auch in der Sonne sind. Sind ja super Bedingungen hier und von dem her nutzen wir die Woche, dass wir uns gut vorbereiten, weil es geht ja schon früh los dann gegen Hoffenheim, wird eine richtig schwierige Partie werden, aber ich glaube, mit den Bedingungen hier kann man ganz gut arbeiten, dass wir dann gut vorbereitet sind und ja, macht eh schon wieder ein bisschen Spaß wieder. Ja, das letzte halbe Jahr, also war schon hier und da mit Rückschlägen reichlich leider zu kämpfen gehabt, hier und da immer wieder gewisse Blessuren und war nicht angenehm, also konnte ich nie so richtig in den Rhythmus kommen, dann hier und da Pausen und ja, ich hoffe, das habe ich hinter mir, ich fühle mich jetzt ganz gut, alles ist jetzt in Ordnung, fühle mich fit, habe auch jetzt über die Feiertage sehr viel gemacht, individuell und das hat mir gut getan und komme hier mit einem sehr positiven Gefühl einmal zu der Mannschaft. Ja, also da war jetzt, da ist sowieso ruhig, wie gesagt, ich habe jetzt die Zeit mit der Familie einmal genossen, da haben wir leider übers Jahr über nicht so viel Zeit und von dem her haben wir da jeden Tag genutzt, war ja auch jetzt nicht so der lange Urlaub und von dem her haben wir da versucht, jede Sekunde, Minute auszukosten. Das haben wir gemacht und von dem her geht es ja jetzt weiter und mal schauen, was die Zukunft bringen wird. Zuerst einmal ist es nie angenehm, wenn man gegen einen Abstieg spielt. Das haben wir jetzt schon ein paar Jahre hinter uns leider. Und diese Saison wird es auch so werden, dass es bis zum Schluss sich reinziehen wird, weil wir hinten heraus halt, weil das alles eng ist. Sehr ausgeglichen wie die letzten Jahre zuvor. Jeder Punkt ist halt entscheidend. Aber wir sind jetzt drangekommen an jeden anderen. Also da ist sowieso alles offen, ist klar. Und was mich betrifft, ich bin einmal froh, wenn ich fit bin, dass ich jetzt das letzte halbe Jahr immer wieder Blessuren gehabt habe und so, wie schon vorher erwähnt, das stört, da ist man nie frei im Kopf, da denkt man immer, wie und was man besser machen kann, aber es kommt halt leider einfach von alleine solche Sachen und hatte auch keine Vorbereitung im Sommer, habe ja die ganze Vorbereitung verpasst, konnte ja so oder so nie im Rhythmus kommen oder 100% vom Körperlichen sein, deswegen bin ich jetzt einmal froh, dass ich so starten kann, dass ich verletzungsfrei bin, dass ich jetzt einmal Kraft tanken kann und es mich gut vorbereite und dann glaube ich, wird das auf jeden Fall eine gute Rückrunde werden. Ich glaube, dass für jeden Einzelnen zählt das, was auch für mich zählt, dass wir uns gut vorbereiten, dass wir schauen, dass wir körperlich auf dem Niveau sind, dass wir so wie die letzten Spiele auch marschieren können, dass wir dagegen setzen können, dass wir auch Fußball spielen, dass wir uns trauen, mutig sind und dass wir halt einfach so auftreten wie die letzten Spiele, die waren durchaus positiv. Meins war bitter, die Partie, dass wir das jetzt vor Schluss noch den Ausgleich kriegen, weil die Punkte wären sehr, sehr wichtig gewesen und dann wären wir richtig da gewesen. Aber ja, es ist halt so, aber wir haben in jedem Spiel unsere Chancen und deswegen müssen wir diese Bedingungen jetzt auch dazu nutzen, dass wir uns gut vorbereiten, dass wir auch spielerisch nach vorne wieder kommen und ich bin da sehr optimistisch.